Siebentens die Sakramentenlehre. Wir kommen zur Sakramentenlehre des heiligen Thomas. Wir behandeln nicht alle sieben Sakramente, sondern nur das Hauptsakrament, die Eucharistie. Man kann sagen, die Transsubstantiationslehre des Aquinaten sei das Herz seiner Sakramentenlehre. Dennoch stammt diese Lehre nicht von ihm, sondern von den normannischen Theologen Lanfranc und Gietmund aus Lübeck. Sie ist schon 150 Jahre vor Thomas aufgekommen und durch das vierte Laterankonzil 1215 zur offiziellen Lehre der Kirche erhoben worden. Das war 10 Jahre vor der Geburt des Aquinaten. Die geringen Geschichtskenntnisse verführten spätere Leute dazu, Thomas die Erfindung dieser Lehre zuzuschreiben, was historisch zwar falsch ist, aber der Sache nach vielleicht doch nicht so ganz. Man kann sagen, Thomas habe am besten über die Eucharistie gesprochen, und zwar mit Hilfe der Lehre von der Transsubstantiation, und er sei tiefer in sie eingedrungen als ihre theologischen Erfinder um 1115 oder ihre konziliaren Kodifizierer von 1215. Es soll sogar einen Dialog geben, den der heilige Thomas mit dem Gekreuzigten geführt hat, eine Episode, die von frühen Biografen überliefert ist. Thomas fragte einmal beim Dankgebet nach der heiligen Messe den Herrn, ob er über die Geheimnisse des Sakramentes gut geschrieben habe. Christus antwortete vom Kreuz herab: Thomas, du hast gut geschrieben über mich, was willst du dafür haben? Er gab die einzig richtige Antwort: dich allein, Herr. Die Lehre der Kirche über die Wandlung der Substanz, eben die Lehre von der Transsubstantiation, hat eine merkwürdige Herkunft. Sie ist wie jede große Lehre der Kirche eine Anknüpfung im Widerspruch. Die Welt sagt, ich will mein Leben bewahren, und die Kirche sagt, leider geht das nicht, du schaust falsch auf die Wirklichkeit, wenn du dein Leben hier festhalten willst. Du wirst dein Leben in der Welt verlieren, und nur in Gott hast du eine Aussicht auf Bewahrung. Die Kirche sollte zwar die Sprache der Welt sprechen, aber immer das Gegenteil dessen sagen, was die Welt hören möchte. Die Welt möchte Leben haben in der Welt, und die Kirche sagt, Leben gibt es nur in Gott. So ist das große Dogma von der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater das klassische Beispiel einer solchen Anknüpfung im Widerspruch. Arius, der Sprecher der Welt, sagte um 320 in Alexandrien, der Glaube muss vernünftig sein, und nach Aristoteles ist Gott der unbewegte Beweger. Also muss Christus von Gott geschaffen sein, wie alle anderen Geschöpfe auch. Die Kirche sagt, unsere Bibel ist nicht Aristoteles, sondern das Alte und das Neue Testament. Das ist unsere Offenbarung, und die sagt, der Logos ist von Ewigkeit her in Gott. Zitat, ich und der Vater sind gleich. Johannes 10,30. Das ist doch viel vernünftiger für das Leben, denn der ewig unbewegte Beweger über der ewig bewegten Welt führt nur zu einer Maschinenwelt und zu einem Maschinengott. Deshalb hat Aristoteles auch keine Hoffnung, über den Tod hinaus anzubieten, sondern seine Seele fällt im Tode an die Weltseele zurück. Noch merkwürdiger ist der Fall bei der Transsubstantiation. Auch dort knüpft die Kirche im Widerspruch an, sie hat sich aber Zeit gelassen. Während sie bei Arius etwa 300 Jahre brauchte, sind es im Falle der Eucharistie mehr als 1000 Jahre. Die Kirche hat sich im ersten Jahrtausend mit einer Lehre von der Eucharistie begnügt, die keine Wandlung kennt und dennoch von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi überzeugt ist. Als Erklärung wird gerne das platonische Denken in Anspruch genommen, in dem der reale Leib Christi auch ohne Wandlung erkennbar ist. Dieses platonisch-augustinische Denken sieht in jedem einzelnen Ding den göttlichen Hintergrund. Das ist der Grundgedanke der Illumination. Jedem irdischen Licht geht das göttliche Licht voraus. Man kann es sich so vorstellen: Bevor etwas in der Schöpfung wirklich wird, muss es möglich sein. Und diese Möglichkeit wird vom Schöpfer zur Verfügung gestellt. Oder auch so: Bevor ich eine Tat in der Welt verwirkliche, muss sie möglich sein. Und diese Möglichkeit kann nicht allein aus mir stammen, denn ich stamme ja auch nicht aus mir selbst. Diese Möglichkeit kann ich sinnvollerweise nur Gott dem Schöpfer zuschreiben, und ich bin mir dessen in jedem Augenblick bewusst. Dieses Denken ist von unten nach oben ausgerichtet und gleichzeitig von oben nach unten. Sie kann das Tun Gottes in jedem Augenblick entdecken.
Deshalb ist das Sakrament das sichtbare Zeichen, wie Augustinus sagt, das Signum Visibile. Gott der Vater ist in Christus sichtbar geworden, sowohl in seiner Menschwerdung, damals vor vielen Jahrhunderten, wie jetzt in der Eucharistie. Die Eucharistie hat eine doppelte Verzeigung. Sie zeigt auf den unsichtbaren Vater im Himmel und sie zeigt auf den irdisch sichtbar gewordenen Sohn. Dieser Zusammenhang von Gegenwart, Vergangenheit und Ewigkeit zerbricht im Übergang vom ersten zum zweiten Jahrtausend, und ich weiß nicht einmal so recht warum. Die beste Erklärung scheint von Thomas selbst zu stammen. Schon in seiner Frühzeit sagte er, die Theologie nehme das Feuer oftmals nicht als Feuer, sondern sofern sich in ihm die Hoheit Gottes darstellt. Man denke an den brennenden Dornbusch des Mose, der brennt und doch nicht verbrennt. Das ist richtig, das Feuer ist ein Symbol, aber das Feuer ist eben auch einfach ein Feuer, das mit Sauerstoff den Kohlenstoff verbrennt. Die natürliche Welt besteht nicht nur aus Symbolen, sondern auch aus den Dingen selbst. In einer Welt, die nur von Symbolen erfüllt wäre, lässt sich einfach nicht gesund leben, meinte einmal Josef Pieper und hatte dabei Thomas im Blick. Und das ist die Melodie des Aristoteles, die der Aquinate bei Aristoteles wahrnimmt und aufnimmt. Die Dinge der Welt haben ihr Eigenleben und ruhen auch in sich selbst, in Rebus. Aristoteles würde einseitig sagen, sie ruhen nur in sich selbst. Diese Melodie nimmt also der Aquinate auf. Er nimmt aber die kleine oder, man kann auch sagen, die große Korrektur vor, die besagt, alle Dinge und der Mensch, diese gibt es nicht von Ewigkeit, sie haben sich nicht selbst gemacht, sie stammen von Gott, dem Schöpfer, der sie in diese Zeit gestellt hat. Den platonisch-augustinischen Zusammenhang von Himmel und Erde hatte Beringer von Tours um 1050 zerbrochen, nachdem sich die ersten Brüche schon 200 Jahre vorher gezeigt haben. Beringer nimmt allein Aristoteles zum Maßstab und denkt, die Dinge stehen in sich selber und nur in sich selber. Man kann vielleicht besser sagen, der Geist der Zeit habe den Zusammenhang zerbrochen und Beringer sei sein Sprecher gewesen. Das Signum verweist bei ihm nur noch auf die Vergangenheit, nicht mehr auf die Ewigkeit. Deshalb ist Christus im Signum nicht richtig anwesend, er ist nur im Bewusstsein anwesend, aber nicht im Sein. Folgerichtig, sich selbst das Urteil sprechend, verwendet Beringer von Tours die Formel Augustins, aber jetzt verkürzt, weshalb sie einen anderen Sinn bekommt. Sie lautet jetzt Signum Tantum. Der Eucharistie ist bei ihm nur ein Zeichen. Sie enthält keine weitere Wirklichkeit. Das Nur ist der große Fehler. Diese Sichtweise kann sich nicht, wie Beringer meinte, auf Augustinus berufen, sondern nur noch auf den Geist der Zeit. Die Wirklichkeit wird vom Sein in das Bewusstsein verschoben, nur das Bewusstsein wird ja von einem Zeichen verändert, nicht das Sein. Hier musste die Kirche einschreiten und sie ist eingeschritten. Beringer wurde gezwungen, das Gegenteil zu sagen, was er in Tours gesagt hatte, einmal im Jahre 1059 und noch einmal im Jahre 1079, Denzlinger Nummer 690 und 700. Zitat: Ich, Beringer, glaube von Herzen und bekenne mit dem Munde. Und dann kommen die Inhalte. Nach der Konsekration ist es der wahre Leib Christi, der von der Jungfrau geboren wurde und so weiter. Die Gefahr hier und noch mehr, 1059, war der Kaphanaitismus, als würde der historische Leib Christi durch die Wandlung gegenwärtig gesetzt werden, was ja nicht stimmt, da die Kommunion nicht nach Fleisch und Blut schmeckt. Mit der Aussage, die Beringer gegen sich selber machen musste, war die Aufgabe noch nicht gelöst. Manchmal prescht in einer Frage die Theologie vor und das Lehramt folgt nach, siehe oben Augustinus und Pelagius, hier prescht das Lehramt vor und die Theologie folgt nach. Also ist dies jetzt die theologische Aufgabe? Die äußere Einsetzung mit dem historischen Leib Christi ist nicht möglich, denn der Leib Christi in der Eucharistie schmeckt nicht nach Fleisch und Blut, doch eine Reduktion auf ein Symbol und eine bloße Bewegung im Bewusstsein reicht auch nicht aus, dann wäre die Eucharistie unsere Tat und nicht eine Tat Gottes im Sein. Hier haben Gietmund und Landfrank im typisch kirchlichen Geistes sowohl als auch gedacht und Thomas von Aquin
hat das Anliegen der beiden Theologen gut erfasst. Es ist nicht notwendig zu sagen, was sie sagen, denn 1000 Jahre lang war es nicht notwendig, da reichte das Signum visibile des heiligen Augustinus aus. Aber jetzt unter den veränderten Zeichen der Zeit, die durch Aristoteles geprägt werden, ist es sehr angemessen, was sie erklären, sehr adäquat für die Eucharistie. Von Notwendigkeit spricht der Aquinate auch in diesem Falle nicht. Die Lehre muss mit unserer Erfahrung übereinstimmen und gleichzeitig darüber hinausgehen. Blutig ist die Hostie im Normalfall nicht, das ist unsere Erfahrung, und doch muss sie eine Tat Gottes sein, denn sonst sitzen wir im Kerker unserer Endlichkeit fest und haben ihn noch nicht verlassen. Wie stellt nun Thomas von Aquin die Transsubstantiation dar? Er untersucht die Frage im dritten Teil der Summa, in der Quaestio 75. In seiner Theologie repräsentiert die Eucharistie als dreifaches Zeichen die Einheit der Zeiten. Die Transsubstantiation ermöglicht das Handeln Christi im Handeln der Kirche. Das Sakrament vermittelt die Gnade, die es anzeigt, weil darin Christus selbst handelt. Die Eucharistie ist das Zeichen der Vergangenheit. Christus war im Abendmahlsaal. Dann ist es das Zeichen der Gegenwart Christi auf dem Altare. Und schließlich wird es das Zeichen der Zukunft sein, wenn Christus sein Festmahl hält des ewigen Lebens. Die Zersplitterung der Zeit auf der Erde in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist das Unglück des menschlichen Lebens. Daraus entstehen die drei brisanten Interessen Macht, Sexualität und Geld, mit denen sich der Mensch auf der Erde am Leben erhalten will. Mit der Macht will sich der Mensch von den Zumutungen der Vergangenheit freihalten, mit der Lust will er sich die Zumutungen der Gegenwart erträglich machen, indem er sich selbst vergisst, mit dem Geld will er den Zumutungen der Zukunft standhalten, denn Geld ist die Ansammlung von Mitteln für freigehaltene Zwecke. Gegen die brisanten Interessen setzt die Kirche die evangelischen Räte von Gehorsam, Keuschheit und Armut. Und die Eucharistie ist eben die Erlösung von der zersplitterten Zeit, die Speise des neuen Lebens im alten Leben. Thomas bestimmt also das absolute Sakrament, das sich von allen anderen unterscheidet, weil es Christus selbst enthält. Die anderen Sakramente sind relativ zu verstehen, weil sie Instrumente für das eine Ziel sind, für die Gegenwart Christi. Sie fördern den Menschen durch ihre Kraft zu diesem Ziel hin. Die Eucharistie ist das Ziel. Sie setzt das Reich Gottes, das Christus verkündet hat, in der Zeit gegenwärtig. Der Band 30 der 36-bändigen deutschen Thomas-Ausgabe ist der Eucharistie gewidmet, wobei die Anmerkungen und Kommentare die Hälfte des Buches ausmachen. Bei der Eucharistie wird der sonst so nüchterne Thomas hymnisch. Es sind zwar noch weitere Gebete von ihm bekannt, aber bei der Eucharistie hat er sich besonders empfindsam gezeigt. Von ihm stammen, so viel scheint festzustehen, das Offizium zum Fronleichnamsfest, das er nach Aufforderung von Papst Urban IV. 1264 angefertigt hat, also das Pange Lingua Gloriosi, das Lauda Sion Salvatorem und das besonders tiefe Adoro te devote latens deitas. Er hat nicht ohne Vorlagen gearbeitet, aber der Akinate erreicht auch eine neue Tiefe und Klarheit in den Gesängen. In der Quaestio 75 entfaltet Thomas also die Lehre von der Transsubstantiation oder der Wesensverwandlung. Zunächst einmal stellt Thomas trocken die Realität der Gegenwart Christi in Leib und Blut fest. Die Schrift sagt es in aller Kürze beim Bericht über das Passahmahl Jesu: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Matthäus 26, Markus 14, Lukas 22. Auch Thomas ist schriftgebunden und hält sich an den Grundsatz der Scriptura, aber es ist kein sola scriptura. Er wiederholt nicht schlichtweg den Text, sondern sucht ihn verständlich zu machen, zum einen durch vergleichbare Vätertexte und dann durch die Theologie, also durch die beiden Quellen der theologischen Erkenntnis, durch Autorität und Vernunft. Das reine Sola Scriptura macht die Bibel ortlos, und selbst bei festgehaltenem Wort schweift der Sinn des Wortes unkontrolliert mal dahin, mal dorthin.
Im Hintergrund steht Berengar. Der Streit liegt zu den Zeiten des heiligen Thomas zwar schon 200 Jahre zurück, aber der Gegensatz von Symbol und Wirklichkeit ist noch immer, noch für Jahrhunderte bestimmend, ja der Gegensatz wird das ganze zweite Jahrtausend beherrschen. Berengar, so sagt Thomas, sei der Erfinder der Irrlehre gewesen, nach der die Eucharistie nur ein Zeichen sei, tantum signum. In der Konkurrenz von Endlichkeit und Unendlichkeit, von Natur und Gnade, von Mensch und Gott, kann sich Thomas nur für die Gegenwart des Unendlichen in der Endlichkeit entscheiden, damit also für das Mysterium und gegen die Rationalität, die im Endlichen nur Symbole für Gott zulassen möchte. Berengar macht es genau umgekehrt, er kann Gott nicht in der endlichen Welt entdecken, zugleich ist die Eucharistie des Aquilinaten von höchster Reflexion und Rationalität, da sie sich der Grenzen der Vernunft bewusst ist. Die Eucharistie ist also beides, ein Zeichen und die Gegenwart des Bezeichneten. Das ist das Katholische sowohl als auch. Bei den Reformatoren war die Gewichtung umgekehrt worden. Sie entschieden sich für die Rationalität der Welt, die für sie mit dem Mysterium des Glaubens in keinem Zusammenhang stand. Deshalb verweigerten sie mit Blick auf den Buchstaben der Schrift die Reflexion darüber und lehnten die Vernunft ab. Luther nannte die Vernunft eine Hure und hielt ohne Reflexion am Wortlaut fest, und Zwingli ersetzte ohne Reflexion die Realität durch das Symbol. Hieraus kam nicht das reine Wort der Bibel, sondern die unkontrollierte Herrschaft der endlichen Begriffe. Auf einfache Weise gesagt, bei den Reformatoren, angefangen bei Luther, gibt es weder eine Anknüpfung im Widerspruch noch eine Parallele zum Zeitgeist, sondern gar keine Beziehung zur Welt. Darum handeln wir in der Welt nur gegen die Menschen, sagt Luther, und die Ehe war ihm folglich ein weltlich Ding. Die Realpräsenz ist also nach Thomas aus vielfachen Gründen nach der Schrift und den Vätern eine Tatsache. Wie aber lässt sich die Tatsache verstehen? Die Erklärung der Präsenz von Leib und Blut Christi ist die Lehre von der Transsubstantiation. Sie ist nicht Aristotelismus oder Hellenismus, auch wenn sie griechische Begriffe verwendet. Sie sagt mit den Begriffen des Aristoteles das Gegenteil aus. Der Philosoph hätte sich an den Kopf gefasst. Sie spricht vom Unmöglichen, nämlich vom Wandel der Substanz. Das Paradox, die Anknüpfung im Widerspruch, ist immer ein Zeichen einer guten Theologie. Paradoxie alleine reicht nicht aus, denn es gibt auch unsinnige Paradoxien, aber sie ist eine Bedingung, ohne die es nicht geht. Wenn Religion mehr ist als das bloße Bewusstsein des Menschen von einer höheren Kraft, wenn sie mehr sein will als das bloße Gefühl einer unbedingten Abhängigkeit. Da Christus wirklich im Sein und nicht nur symbolisch, dem Bewusstsein nach, in der Eucharistie gegenwärtig ist, dann gibt es nach Thomas zwei Möglichkeiten, diese wirkliche Gegenwart zu denken. Ein Seiendes kann entweder durch eine räumliche Bewegung wirklich werden, oder es kann durch eine Verwandlung wirklich werden, wenn nämlich aus einem anwesenden Seienden ein anderes, ein neues Seiendes wird. Der räumliche Transport scheidet aus, weil bei einer solchen Bewegung der vormalige Ort verlassen wird, der erhöhte Herr aber gewiss nicht seinen Platz im Himmel verlässt. Auch fehlen die mittleren Orte zwischen Ausgangs- und Bestimmungsort. So bleibt für die Gegenwart des Leibes Christi nur die Verwandlung der Substanz des Brotes und den Leib Christi übrig. Die Substanzen des Brotes und des Weines werden also in die Substanzen des Leibes und des Blutes Jesu Christi verwandelt, wobei die Akzidenzien, die äußeren Merkmale von Brot und Wein, erhalten bleiben. Das heißt, nach der Wandlung von Brot und Wein durch den Priester schmecken Leib und Blut Christi immer noch wie Brot und Wein, nur im Glauben erkenne ich die Verwandlung der Substanz. Die Schwierigkeit für die natürliche Vernunft ist offensichtlich. Bloße Akzidenzien ohne tragende Substanz sind von Aristoteles nicht vorgesehen. Es gibt sie in der natürlichen Erfahrung nicht, hier aber doch. Das wird wegen des einzigartigen Vorganges in Kauf genommen. Thomas erwägt zwar den Gedanken der Konsubstantiation, nachdem das Brot bleibt, aber zugleich auch der Leib Christi ist, verwirft ihn aber schließlich. Eine solche Vorstellung will ihm nicht einleuchten, weil durch die doppelte Substanz die Wahrheit der Worte Christi verloren ginge, der schlichtweg gesagt hat, das ist mein Leib.
Wenn Christus Leib und Brot zugleich hätte gegenwärtig sitzen wollen, hätte er sagen müssen, hier ist mein Leib. Das hier ist mit Konsubstantialität vereinbar, nicht aber das dies. Wenn zum anderen vorher Leib und Blut Christi nicht vorhanden waren, nach der Konsekration aber doch, dann kann nicht zugleich auch noch Brot und Wein anwesend sein. Was verwandelt wird, bleibt nicht zurück. Ebenso argumentiert er gegen die Vorstellung einer Vernichtung der Substanzen von Brot und Wein, weil die reale Gegenwart Christi in den Gestalten von Brot und Wein ebenfalls unverständlich würde. Wenn Gott etwas tut, dann vollendet er das Sein, aber er vernichtet es nicht. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Luft sich bei einem Feuer in Rauch und Asche verwandelt, genauer gesagt, wenn die Luft in Kohlendioxid gebunden wird, dann kann man nicht von einer Vernichtung der Luft sprechen, sondern nur von einer Verwandlung in eine neue Form. Allerdings ist dies keine substanzielle Verwandlung, weil der Sauerstoff insgesamt noch vorhanden ist. Wenn ich in einem Zimmer bei geschlossenem Fenster ein nennenswertes Feuer entzünde, dann ist zwar bald keine Luft zum Atmen mehr da, es fehlt an Sauerstoff, aber vernichtet ist er nicht, nur ist er auf der Ebene der Erscheinung verwandelt, also konvertiert worden. In ähnlicher Art und Weise, eine genauere Entsprechung gibt es nicht, ist auch das Brot in der Eucharistie nicht vernichtet, sondern verwandelt worden. Die Transsubstantiation nimmt die Mitte ein zwischen Annihilation und Konsubstantiation. Obwohl unter der Gestalt von Brot und Wein zunächst nur der Leib Christi gegenwärtig ist, wird durch Begleitung, durch Konkomitanz im gewandelten Brot die ganze Leiblichkeit Jesu Christi einschließlich des Blutes gegenwärtig. In gleicher Weise wird durch Konkomitanz unter der Gestalt des Weines das Blut und damit zugleich der ganze verklärte, leibhaftige Christus gegenwärtig. Durch die Kraft des Sakramentes, sagt Thomas, wird zwar zunächst nur der Leib und das Blut gegenwärtig gesetzt, aber wo das eine ist, kann bei einem Leben das andere nicht fehlen, also ist der ganze Mensch Jesus Christus gegenwärtig. Damit aber nicht genug. Wegen der hypostatischen Union ist mit der Menschheit zugleich auch die göttliche Natur und das göttliche Sein Christi präsent. Wo immer der Leib Christi ist, dort muss notwendigerweise auch seine Gottheit anwesend sein. Wenn die Eucharistie das Sakrament des Leibes und Blutes Christi ist, muss Christus der Menschheit nach anwesend sein. Daraus erklärt sich das antisymbolische Zustandekommen der Gegenwart. Das ist antirationalistisch und zugleich hochreflektiert, also in einem Atemzug von der aristotelischen Ontologie abhängig und zugleich völlig unaristotelisch. Ein Vergleich mit Luther macht wieder deutlich, wie der Reformator in seiner Schriftausschließlichkeit weit rationaler ist als der Aquinate und sich zugleich gegen die Reflexion wehrt. Luther sagt, der Auferstandene und der erhöhte Herr sei überall gegenwärtig, deshalb auch in der Eucharistie. Das ist eine bloße Vorstellung, die sich den Raum wie mit Wellen angefüllt denkt, die von einer Antenne, das in Brot und Wein aufgefangen werden. Damit befriedigt Luther das rationale Niveau der lokalen Bewegung. Thomas lehnt das als unzureichend ab, weil es nicht der Schrift entspricht. Christus ist von den Seinen gegangen und durch keine Ortsveränderung wiedergekommen, aber seinen Leib hat er ihnen hinterlassen. Die Transsubstantiation erfordert ein wirkliches Wunder, das in der Natur nicht vorkommen kann, obwohl es auch wieder nicht unnatürlich ist. Es führt die Natur zu einem Ziel, das sie selbst erreichen will und nicht erreichen kann, das sie immer mit aller Mühe anstrebt. Äußerlich zeigt sich dies natürlich unnatürliche Wunder daran, weil die Verwandlung von Brot und Wein in einen menschlichen Leib biologisch nicht so schnell geschieht wie bei der Wandlung in der Heiligen Messe, aber im Prinzip sind Brot und Wein die Aufbaustoffe des menschlichen Körpers. Nur insofern die Worte des Priesters den zeitlichen Prozess drastisch verkürzen, ist die Vorstellung der Verwandlung unnatürlich oder übernatürlich. Thomas fragt, ob die Verwandlung momentan geschehe oder nach und nach, wobei er jeweils Brot und Wein getrennt betrachtet. Diese geschehen zeitlich getrennt, wie er ausdrücklich betont. Erst wird das Brot gewandelt, dann der Wein jeweils im Moment der Einsetzungsworte. Die Überlegung ist tiefsinniger, als es zunächst scheinen mag.
Damit wird die Bewegung der Wandlung ganz der physikalischen Zeit entzogen. Dennoch wird sie nicht unnatürlich, sondern zeigt sich in der Natur, indem sie die Natur vollendet. Was ist der Sinn des Essens? Das Leben will leben ohne Ende. Das Essen soll dem Leben dabei dienen. Gerade das kann der Leib sich selbst aber nicht gewähren. Sein Leben bricht ab. Dennoch nimmt das Leben seinen Anfang durch den Leib und die Speise. Nur die Vollendung kommt nicht durch die Erstreckung in der Zeit zustande. Sie kommt instantan, augenblicklich, und in der Eucharistie ist sie plötzlich gegenwärtig, nämlich nicht durch eine Bewegung des Raumes oder der Zeit. Die Natur ist der Raum meines Ergreifens, hier aber ergreift mich Gott durch eine Wandlung, die in der Natur gar nicht möglich ist. Sehr passend zur Lage des Lebens in der todbringenden Natur. Ich meine, das übernatürliche Wunder der Eucharistie hat eine Parallele im natürlichen Leben. Was Thomas von Aquin noch nicht wusste, das wissen wir seit Charles Darwin. Das natürliche Leben ist von einem inneren Widerspruch geprägt, das nur durch ein Wunder wie in der Eucharistie geheilt werden kann. Eine natürliche Heilung kann es für das Leben nicht geben. Unwidersprochen lehrt Darwin als Gesetz des Lebens, es überlebt nur derjenige, der am besten seiner Umwelt angepasst ist. Das ist das Survival of the Fittest. Aber dann kommt die Hölle auf Erden. Keiner überlebt das Leben, obwohl das Überleben das Gesetz des Lebens ist. Es kann in der Natur kein sinnvolles Leben geben, weil das Leben dort keine Heimat hat. Der Sinn kann ihm nur von außen kommen. Ob wir überhaupt von der Natur reden können, ist sehr die Frage. Die Quantentheoretiker sagen flapsig, aber auch sehr richtig, weil jede Bewegung unbestimmt ist, weiß die Natur selbst nicht einmal, welchen Weg das Elektron nimmt, und das gilt für jede Bewegung in der Natur. Sowohl theoretisch wie praktisch kann die Natur nicht alle Wirklichkeit sein. Das Prinzip des Überlebens ist geradezu höllisch. Wir werden von der Natur auf eine Bahn geschickt, die uns auf jeden Fall täuscht. Das Überleben wird in Aussicht gestellt, das Gegenteil tritt schließlich ein und der Tod erfasst uns. Das negative Wunder der Evolution wird geheilt durch das positive Wunder der Eucharistie. Zum einen wird verständlich, warum die Eucharistie nicht natürlich ist. Die Natur bringt ja am Ende nur den Tod hervor, obwohl sie das Leben verspricht. Trotzdem nimmt die Eucharistie ihren Ausgang von natürlichen Elementen, von Brot und Wein. Sie müssen echte Gegenstände für das Leben sein, die dürfen aber nicht mehr dem natürlichen Überleben dienen, denn das gibt es am Ende auf der Erde nicht.